bla bli blub, so viel, dass man es gar nicht lesen will hier wieder. Oh, Mensch. Jetzt komm, machen wir hopp. Hier, komm, schnell. Hallo. Jetzt. Ah, genau. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play, was jetzt Call of Duty Black Ops 2 ersetzt. Da ist hier da die Quoten ja auch nicht so flupa, super, knuper, pluper. Ja, wie man es auch mal nennen soll, sind. Dachte ich mir, machen wir bis das GTA 5 Let's Play kommt, was auf jeden Fall kommen wird. Vorausgesetzt, das kommt mal für den PC raus. Machen wir so lange GTA 4. Wenn wir die Story hier davon durch haben, können wir gerne auch hier das Lost and Damned und The Ballad of Gay Tony machen. Je nachdem, wie weit wir in der Zeit kommen. Aber ab und zu machen wir auch so ein bisschen Chaos in Liberty City. Das macht ja auch immer so ein bisschen Spaß. Und ich würde mal sagen, wir starten ja auch direkt mit voller Action durch. Ich glaube, wir müssen erstmal den alten Stand laden, um einen neuen anzufangen. Ich habe diesen Police Pursuit Mod drin, deswegen werden diese komischen Teile da gerade angezeigt, für diejenigen, die sich jetzt gerade ein bisschen wundern. Mit dem treibe ich nämlich hier immer so mein Unwesen, aber ich bin ja dann wenigstens auf der Seite der Guten, was auch mal ganz neu für mich ist. So, wir gehen jetzt hier mal auf Escape, genau, dann auf Spiel, dann auf Neu. Ja, jeder nicht gespeicherte Dings geht dabei verloren, ist mir klar. So, jetzt wieder die normalen Bilder hier. Ich halte jetzt mal meinen Mund, wenn hier die ganzen Szenen laufen, und dann gucken wir mal, was dann so geschieht. Daddy's back, you bitches! Daddy's back, you bitches! Ja, das haben wir schon verstanden, dass sie wieder da sind, die Schlampen. Come on! Nero! Come on! Nico, what are you doing? Dave is not coming. Ignore him! Come on, we gotta get this thing ready before we talk. Genau, also sehe ich genauso. So, Flatypes heißt das Schiff. Ganz netter Name. Und Kurs auf Liberty City. Oh, yeah. Hab ich gesagt, ich will meine Fresse halten. Na. Liberty City. Oh yeah. You ever been? Ist auch eine schöne Stadt. No. Crazy place, Nico. Und ich persönlich finde die Fahrzeuge besser umgesetzt, also von den Crash-Teilen, als bei GTA 5. What you going to do? I might come back on board, or I might try to make a go of it. Like they say, it is the land of opportunity. Ah. I always wanted to make it big. Und einen Hund zu legen, ey, also sehr gut. Live the dream. Like my cousin. Oh yeah? Yes, he's got the love. Also für die, die es nicht mitbekommen haben, der Heinz da, unser Charakter, das ist der Niko Bellic, der kommt jetzt halt mit dem Schiff hier an und ja. Ich habe die Kampagne selbst noch gar nicht mal richtig gespielt, muss ich sagen. Wollt ihr das denn? Aus dem Arsch von der Frau da rausgezogen oder was? Nee, ach. Verkocht ihr das da ganz dreist mit? Oder ist das was ganz anderes? Nobody could. So I did some dumb things, got involved with some idiots. Ah, we all do dumb things. That's what makes us human. Could be. Ach, jetzt haben wir gerade eine Meldung von diesem Police Mod. Ah, Mensch. Professionell hier wieder. Grand Theft Auto 4. Und da geht es los. Der Karren wird abgeladen. Jetzt müssen wir gleich, glaube ich, zurückfahren irgendwo hin. Aber ich verrate auch nicht, was wir machen. Das ist ja sonst auch ein bisschen doof. So. Die ersten Schritte in eine neue Welt. Da ist die Freude groß und da war der erste Schritt. Hey, Entschuldigung. Der amerikanische Traum. So, da hinten hören wir schon den neuen Ruf da hier wieder. Und, ne, mit dem fahren wir doch nicht. Fängt das schon wieder an. Oh, look, mein Schuh sah an. Mensch. Genau, da kommt unser Taxi hier. Jetzt fällt er den um die Arme und der fällt ins Wasser, weißt du? Das wäre ja echt professionell. What? Good to see you, man. What? You forget our language? Frechheit, Mann. Maybe a little. I've been here 10 years. You could speak English. Remember, we learned off the English girls with the big... A little. I'm not so good. He'll be fine. Better than my Serbian. Also dieser Roman oder Roma, wie man ihn nennt, ich hätte ein bisschen was getrunken. Oder die andere Sache zu sich genommen. Two women. The land of opportunity.
I've made it. Ah, okay, ja, okay, ja, super. Ja, siehst du, ich mit meiner Prognose war gar nicht so falsch. Oh, Mensch. Also, am nächsten würde ich jetzt so tun, als ob ich den gar nicht kenne. Der Knüller wäre es ja, wenn er dem die Tasche, die Flasche an den Kopf knallt. Ich glaube, jetzt hat er mal langsam genug gesagt, ich glaube. Also, was ist der hier wieder? Also, der hat wahrscheinlich nicht nur getrunken, sondern auch was anderes genommen. Also, sonst kann ich mir diesen Zustand nicht anders erklären. Ah. Ich bezweifle, dass das stimmt, dass der wirklich so einen Sportwagen hat. Und da sind wir auch jetzt hier. Wow. Einfach die Straße drauf, ich sag dir, wenn wir da sind. Fahr rum, nach Hause. Bei GTA 5 ist ja das Schöne, da steht ja auch immer dabei, wie weit es noch ist. Ach, übrigens, ich habe übrigens viele Fahrzeuge ausgetauscht, durch andere hier bei GTA. Falls es jemand wundert, also es sind nicht die normalen Fahrzeuge, sondern andere. Genau, das war das Taxi-Depot. Depot, aha, da steckt das Wort Po drin. Bam. Soll ich die Tour jetzt abfahren? Genauso abfahren, ah, wie witzig. Ja, also, dein Wortschatz hier für einen Arsch, du Mensch. So. Vier Tickets hinten, er spielt so. Ah, okay. Das ist jetzt die Villa. Hm. Ach so. Ah, dem jetzt noch hinten drauf gefahren. Solche Leute kommen natürlich direkt dir sympathisch vor. Come in, come in! Make yourself at home. What's mine is yours. Oh, also wirklich sehr schön. Ja, ja. Eingerichtet wie. If he paid some rent, I wouldn't care. Oh shit. Oh, that's not nice. Cousin, it's so good to see you. Ja, das hat er bereits schon gesagt. Das ist jetzt nichts Neues. Jetzt sagt er mir gleich, dass wir das speichern können im Batman. Das ist doch nicht alles hier. Well, I need to change anyway. Ja, bitte, dann habe ich denn wenigstens mal kurz für 2 Minuten jetzt, ja? So, you full of crap or what? What? Also, where's luxury condo? Where's sports car? Where's Barbara with big titties and Stephanie sucks like a vacuum? What are you talking about? In your letters to my mother, in your letters to me, all I hear about is Mr. Big, Mr. Roman, living the American dream. Sports cars, condos, women, money, the beach. Sieht man ja, ne? Also fettes Auto hat er auf jeden Fall. Und diese Wohnung ist ja wirklich der Traum. That's right. I got the best cockroaches. I got the best pets. Screw you, you idiot. Okay, I'm an idiot, but you must admit, I have the best line in bullshit you ever heard. Yeah, this I know, asshole. But here. All I needed was one good guy. One good guy. Also so wie mich jetzt hier als Vollprofi. Take over the world, but do okay. Boah, der labert mir irgendwie zu viel, du. But what about you? What about you, cousin? What? What about me? Why you live home after all this time? First I hear you are running with the wrong kind. Then I hear you joined the merchant navy. Now you're here. You never tell me anything. Ach Mensch, da haben wir wohl schon einiges hier angeblich durchgemacht. Aber Mensch, das ist hier. I never tell you anything. Oh, another time. Ja, bitte, das ist sehr gut, denn ich möchte euch langsam was zeigen. Diesen Roman, den kann ich auch schon nicht mal hören. Oder Roman, wie man das aussprechen möchte. Jetzt setz dich auch noch hin, du Mensch, das kann jetzt echt heikel werden. Oh ja. War is where the young and stupid are tricked by the old and bitter into killing each other. Ah, so. I was very young and very angry.